Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riding Out aus der Beta. So, ich stehe jetzt hier, ja, ich habe das N vergessen mit Florencia. Ich finde den Namen aber auch schön, deswegen, ich finde ihn sogar schöner als, als Florentina. Florencia, Florencia Z, das ist cool. stehe ich hier vor unserem Geländesprung. Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, ich werde ihn tatsächlich so lassen. Jetzt muss ich aber mal was ausprobieren. Kann es sein, dass ich, ja, mit meinem Charakter fast höher springe als mit dem Pferd? Mit dem komme ich drüber. In der rechten Seite, die ein bisschen höher ist, dadurch, dass hier der Boden so ein bisschen abschüssig ist nach rechts. Und dem Pferd, ja, nicht so richtig. Aber an einer anderen Stelle müsste ich von beiden Seiten drüber kommen. Und daher würde ich, glaube ich, die Höhe einfach mal so lassen. So, wir reiten mal an, galoppieren mal an. Tatsächlich von keiner der Seiten. Tatsächlich auf keiner Seite von dieser Richtung hier. Echt nicht? Das gibt's doch nicht. Von der Seite hier aber schon, oder? Ja, bin ich vielleicht einfach zu spät abgesprungen? Nee, von der Seite kommen wir definitiv nicht drüber. Sehr interessant. Naja, gut, dann haben wir eben unsere natürliche Begrenzung. So, ich wollte jetzt hier hinten ja noch die Scheune umändern. Ich probiere mal zwei Sachen aus. Ah, jetzt haben wir leider gerade keinen Tag. Jetzt ist es nebelig und es wird Nacht. Oder es ist Nacht. Es ist jetzt natürlich gerade ein bisschen schwierig, das dann zu sehen, aber wir versuchen es einfach mal. So, ich habe jetzt die Antworten auf die ganzen Fragen, die ihr gestern noch geschickt habt. Von daher möchte ich da jetzt gerne auch mal drauf antworten. So, ich hatte das ja gestern schon mal angesprochen mit der Gerte. Wahrscheinlich wird es sowas nicht geben, auch eben nicht als Hilfsmittel. Und die Pferde zu treiben schon mal gar nicht. Aber sowas ist dann natürlich auch, wäre es sehr, sehr schwer, ins Spiel zu integrieren. Also das hier wäre jetzt natürlich dann so die andere Art und Weise, wenn wir es wirklich so machen. Manche haben da geschrieben, mach doch innen drin Fachwerk. Mach innen drin Fachwerk und mach außen das Holz. Das wäre natürlich auch noch eine Idee, dann müsste ich die Wände halt noch doppelt machen. Ist aber prinzipiell jetzt kein Hexenwerk. Das könnte ich rein theoretisch auch machen. Ich hätte da jetzt kein Problem mit. Das könnt ihr mir ja auch gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Also ab in die Kommentare damit mal wieder. Jetzt muss ich mal noch einen Ort finden, wo ich eine Schmiede bauen könnte. Ich wollte ja auch gerne eine Schmiede bauen. Ich könnte das natürlich auch hier so hinbauen. So quer, dass wir hier so ein Eck haben. Ich glaube, das mache ich tatsächlich sogar. Da muss ich nur schauen, wie hoch ich das Fundament machen muss, um diese Unebenheit hier auszugleichen. Das kriegen wir hin, aber ich muss gucken, wie. So. Nächste Frage war, ob es eigentlich auch Gangverstärkungen geben wird. Und das ist noch ein bisschen unsicher. Ich habe schon geschrieben, ich fände es ganz cool, wenn das so wäre, wie zum Beispiel bei Lucinda Greens Equestrian Challenge war das, glaube ich, dass man da... Nee, das war gar nicht dabei. Das war bei Equestria 2001. Das ist schon ein uraltes Spiel. Da konnte man durch Drücken einer Taste, ich glaube A und S oder A und D war das, ich weiß es nicht mehr, oder irgendwas anderes, konnte man sein Pferd entweder in die Versammlung bringen oder in die Verstärkung. Und wenn man eben die Maustaste dann mal nicht gedrückt hat, dann hatte man Pech gehabt und es ist einem und es hat Punktabzug in der Wertnote gegeben. Wenn es sowas natürlich geben würde, fände ich das persönlich sehr, sehr cool. Könnte man ja vielleicht auch mit W und S machen oder mit dem Pfeil nach oben, nach unten. Dass man da einfach sagt, okay, wenn ich da drauf drücke, nach oben drücke, dann wird das Pferd, geht es in die Verstärkung. Wenn ich auf den Pfeil nach unten drücke, geht es in die Versammlung. Macht es natürlich so hingehend wieder schwerer, dass das entsprechend natürlich dann auch mit Motion Capturing alles aufgenommen werden muss. Das ist, glaube ich, so der größte Knackpunkt an der Sache, könnte ich mir vorstellen. Weil es das Ganze natürlich wieder ein bisschen schwerer macht. Dann die nächste Frage. Wird es Kutschenrennen geben? Es lässt sich, wenn gewünscht, einrichten, hat mir die Caro mitgeteilt. Also von daher schreibt doch auch mal hier entweder unter das Video oder gerne auch direkt auf die Facebook-Seite oder ins Riding-Out-Forum auf ridingout.de. Schreibt da doch gerne mal eure Meinung rein. Ich würde Kutschenrennen sehr cool finden.
Ob es dann aber so wirklich Geländestrecken geben wird, wie zum Beispiel beim CHIO Aachen durch den Aachener Stadtwald. Ist es überhaupt noch im Stadtwald oder ist es jetzt im Gelände? Ich weiß es gar nicht. Weiß es gerade gar nicht. Ob es dann auch sowas gibt oder dann vielleicht nur sowas wie durch Hütchen fahren und die Bälle dürfen nicht runterfallen oder wie das sich generell gestaltet, das weiß ich noch nicht. Weil das ist ja natürlich recht kompliziert auch umzusetzen. So, muss ich mal gucken. Ich glaube, ich würde das hier reichen? Müsste eigentlich, es braucht gar nicht so hoch. Komm, es reißen wir so warm wieder ab. Ich überlege gerade generell, wo ich das hinsetze. Vielleicht hier so. Und dann müsste eigentlich das so schon reichen. Und im Endeffekt würde, glaube ich, auch eine Schmiede auf der Größe reichen. Mehr brauche ich da gar nicht. Oh, der Nebel verabschiedet sich. Ja, ich denke fast, das würde so schon reichen. Nehme ich mal an. Dann könnte man hier auch noch so ein bisschen einen Zaun machen, dass er so ein bisschen abgegrenzt ist. Ich möchte es so ein bisschen gemütlich machen hier mit Ecken. Kann man hier vielleicht noch so eine Sitzecke hinmachen? Müssen wir mal schauen. So, dann kamen noch einige Fragen von... kamen ein Haufen Fragen. Jetzt kommt erst noch eine Frage, ob man, wenn man Dressur- und Springpferde züchtet, ob dann auch die Gangarten angepasst werden, dass eben bei den Pferden auch Passagen, bei Dressurpferden auch Passagen und sowas angeboren sind. Das fällt natürlich auch so ein bisschen in den Punkt rein, den ich schon erwähnt hatte, eben mit den Verstärkungen. Rein theoretisch könnte man es ja auch so machen, dass man da auch durch Halten an der Taste drücken und Halten an der Taste das Pferd zum Beispiel passagieren, traversieren oder piaffieren lässt. Das ist natürlich auch nicht so leicht zu machen. Wie gesagt, ist genau dasselbe wie bei dem anderen Punkt, dass das eben schwierig werden kann mit... dass das schwierig werden kann, eventuell durch das Motion Capturing, dass die Gangarten eben auch realistisch aussehen. Angeboren, dass jetzt sich ein Dressurpferd nur so tänzelnd fortbewegt, das wird mit Sicherheit nicht kommen, weil das ist ja auch normalerweise nicht so. Also eigentlich bewegt sich ja jetzt nicht ein Dressurpferd dann nur so tänzelnd vorwärts. So, also wenn, dann müsste man das natürlich dann auch durch Tasten quasi einfügen und einführen. So, ich würde sagen, die Schmiede, die machen wir so ein bisschen halboffen. Vielleicht haben manche das gesehen bei mir, als ich das gebaut habe, schon mal im Stream. Bei dem Hof, den ich entworfen habe, im Editor damals noch. Und so in der Art werde ich hier die Schmiede auch wieder halten. Das hat mir da ganz gut gefallen. Ich weiß es nicht. Ich denke, fast die Schmiede wird höchstwahrscheinlich, das nervt mich hier gerade, dass ich kein Licht habe. Und das nervt mich, dass das hier komplett einfach mal falsch rum ist. Ich brauche jetzt hier erstmal Licht. So sehe ich ja nicht, was ich mache. Ich möchte gerne die Bauteile hier, ich möchte die andersrum haben. Ist das denn hier richtig rum? Ja, so passt das. Weil ihr seht, das sieht einfach deutlich besser aus. Und jetzt müsste sich eigentlich alles andere, was ich hier reinbastel, müsste sich eigentlich als erste Fundament anpassen. Jawohl. Ja, schau doch mal, das ist doch gleich ein ganz anderes Bild. So, und jetzt kam der Haufen an Fragen. So, ach ja, genau, stimmt, da war noch die Frage, ob es auch Rennpferde geben wird. Also wenn ich es richtig mitbekommen habe, werden Pferderennen somit das erste sein, was auch eingeführt wird. Nicht eben im klassischen Sinne, aber es wird auch Rennpferderassen geben. Weil, wie ich ja schon mal erzählt hatte, sind der Rassevielfalt nur die natürlichen Grenzen gesetzt. So, und jetzt werde ich hier hinten erst schon mal irgendwo einen Kamin reinbauen. Ich brauche Licht. So kann ich das nicht. So sehe ich nichts. So, stelle ich da jetzt einfach erstmal in den Boden. Das reicht mir ja, das ist ja egal. Wo ist jetzt der Kamin? Ja, da ist er. So, einmal höhentechnisch anpassen. Mach mal das so.
Dann macht man so ein offenes Feuer. Na, eigentlich muss man es ja auch irgendwie anheizen können. Ich würde sagen, wir machen das einfach im Kamin. Ah, nein, ich wollte nicht die Wand abreißen. So, wir machen das mit dem Kamin und da packen wir jetzt hier wieder so ein Kronleuchter rein, dass der eben auch beleuchtet ist. So. Dann kam die Frage, ob es Fohlendecken geben wird. Fohlendecken werden sich machen lassen, habe ich schon mitgeteilt bekommen. Finde ich ultra putzig und knuffig und da freue ich mich auch wirklich drüber. Warte mal, ich brauche hier mal in der Mitte. Ich brauche in der Mitte irgendwie so eine tragende Stütze. Aber am besten machen wir da, glaube ich, wirklich bei Tag weiter. Ja, und jetzt ist halt die Frage, machen wir das jetzt auch noch wieder aus Holz oder bringen wir mal ein bisschen Abwechslung rein, Abwechslung rein und machen die Schmiede dann vielleicht mal aus Fachwerk. Rein theoretisch könnten wir auch unser eigenes Fachwerk machen, indem wir das einfach so weiß machen. Und dann ist es im Endeffekt sogar viel realistischeres Fachwerk. Und wir dann hier die Balken selber reinsetzen. Also beachtet jetzt natürlich nicht, dass das hier, wie das da so rumhängt. Ist das hier? Das hat keine Textur, keine gut erkennbare. Hier sowas dann halt. Könnte man natürlich auch machen. Was haltet ihr denn von der Idee, dass wir uns um unser eigenes Fachwerk machen? Wie gesagt, wäre prinzipiell auch möglich. Wäre mal was ganz anderes. Ich lösche das jetzt hier erstmal wieder raus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich glaube, das war es jetzt auch erstmal schon wieder von dieser Folge hier. Jetzt wieder etwas kürzer, aber ich muss gucken, ich muss die Folgen generell etwas kürzer halten, weil ich gemerkt habe, dass das ansonsten ziemlich den Rahmen sprengt, was Uploadzeit und sowas angeht, weil YouTube momentan wieder spinnt. Wenn diese Spinnerei seitens YouTube überstanden ist, dann ist es auch wieder okay, wenn es um die 15 Minuten rum ist. Solange muss ich es ein bisschen kürzer halten. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich habe für morgen noch jede Menge weitere Fragen, die es zu beantworten gilt. Und ja. Was wollt ihr hier sehen? Wollt ihr hier wieder Holz? Oder wollt ihr hier Fachwerk? Oder sollen wir hier mal gucken, ob wir Fachwerk selber hinbekommen? Wobei ich nicht weiß, ob wir das so gut hinkriegen. Das kann ich noch nicht versprechen. Also, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute von euch. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss!